Auch er hat sich bei uns über die offene Liste angemeldet. Nochmal der Appell an euch, ihr könnt das machen, ist ganz einfach, über die Roxy-Homepage. Wir nehmen jeden. Im Prinzip ja, kann man so sagen, genau. Also er ist auch schon zum zweiten Mal da, ja. Aber auch das ist kein Problem. Nein, im Gegenteil, wir haben uns sehr gefreut, dass er sich wieder angemeldet hat. Klatscht ihn bitte auf die Bühne. Hier ist Philipp Quell. Ursula, legt ihr noch ein paar Dezibel drauf. Philipp Quell. Hallo. Ich habe gedacht, dass wir uns besser kennenlernen, erzähle ich zum Anfang einen Witz. Ja, der ist auch irgendwie ziemlich stumpf, aber ich habe mir gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Und der Witz, der geht so, also geht ein Cowboy zum Friseur, kommt er wieder raus, Pony weg. Ja, ich weiß, es ist unglaublich dumm, aber... Okay, also mein eigentlicher Text, das ist ein bisschen ernsteres Thema, es geht um Zurückweisung. Und der trägt den Titel Traumgas, gefüllte Gummiblasen, Untertitel Kaugummi im Reisegepäck. Der geht so. Weißt du noch, in Kinderjahren, als wir noch ungehemmt Kinder waren, in matschigen Sandkästen wühlten, uns die Münder mit Eis an heißen Sommertagen kühlten, Fußball spielten, Pokémon-Karten dealten und von Oma sonntags Taschengeld erhielten. Wir waren dieser unerkannte Lebensvirtuose, rannten durchs Freibad ohne Hose, träumten von einem Leben als Feuerwehrmann oder Matrose. Die Menschen nannten uns verrückt, doch irgendwann kam es dann, dass wir nicht mehr in matschigen Sandkästen wühlten, sondern um die Gunst des anderen Geschlechtes buhlten, träumten von einem Leben als Banker, Henker oder Unternehmenslenker. Alles war plötzlich farblos und was zur Hölle ist mit der Liebe los? Wo bleibt die bloß? Die einzige Konstante war ein von Frauen ausgesprochenes Nein, danke. Und mir? Mir bleibt nur noch das von dannen ziehen, das Weiterreisen. Von Mal zu Mal muss ich mehr Dinge in meinen Koffer schmeißen. Der Koffer zum Zerbersten gefüllt, innen drin viele Scherben verhüllt. Scherben? Aus diesem und jenem beschmutzt mit Blut und Tränen, wenn wir versuchen, unser Leben zu wandeln, indem wir vermeintlich richtig handeln. Der Koffer zum Zerbersten gefüllt, innen drin viele Scherben verhüllt. Die Scherben machen mich liebesleer. Sinne schwer, Verstand verquer, hin und her. Verdammt nochmal, ich will nicht mehr. Bin schwer tief gelandet. Auf halber Strecke gestrandet am Wegrand des Lebens. Der Koffer daneben vergebens. Nun steh ich hier. Kau dauernd, versauernd, um mich selber trauernd, ein Kaugummi, einen eklig zähen Geschmack verschmähenden, öd verjähenden, Pfirsich, Pfeffer, Minz, Blasen, Traum. Ein geradezu magisches Genussartefakt, das beim Verschlucken verklebt dem Magendarmtrakt, wenn es jedoch im Mundraum verweilt, man es schmatzend im Zahnwerk verkeilt, mit Atemluft belebt, es sich zu einer Kaugummiblase aufbläht, so wird aus einer eklig schmierigen Substanz eine riesengroße Gummiblase, die verbindet Gas mit Wunschtraumparagraphen, die Blase gasgefüllt, innen drin ein Traum verhüllt. Ja. Keine zierliche Kinderspielerei, wenn man ist erst 13 Jahre, träumte hier und da, später da werde ich Pornostar. Ja, nee, ist klar, die Blase gasgefüllt, innen drin ein Traum verhüllt. Das Beruf, nicht Beruf, sondern Berufung ist keine tägliche 8-Stunden-Pflicht. Die Blase gasgefüllt, innen drin der Traum verhüllt. Plötzlich steht vor mir ein des Lebes Koi Ponyhof Prolet und erzählt mir, dass ihm bei der Kaugummiblase der Appetit vergeht, dann sticht er mit seinem fetten Finger in die Gummiblase, das verklebt Kaugummi, mein Gesicht, vom Kinn bis zur Nase,
Nun, ich betrogen, wieder belogen, Täter fortgezogen, Stimmen erhoben, Wummern des Wutes, Wort unerhört. Verdammt nochmal, ich will nicht mehr. Nun stehe ich hier. Kau. Und wenn ich in die Ferne schaue, dann stehe ich am Pier. Der Schmerz, der kleidet mich. Darum entkleide ich mich. Du Schmerz, aus Zurückweisung entzweist mich nicht, darum in den Koffer leg ich dich, dass an dir mein Wille nicht bricht, bin schließlich kleidlos gestrandet, aber wenn ich in die Ferne schaue, dann wird aus Blau in Blau Himmel blau und ich denke, jeder hat sein Reisegepäck, in das er all seine Enttäuschung steckt, nur sollte er nicht im Innern des Koffers leben, sondern den Koffer in den Händen heben. Vielen Dank. Dankeschön, Philipp Quell.